Wie ist das bei dir mit dem Auflegen? Du legst ja jetzt mehr, also habe ich ja im Bhutan gesehen, du legst ja auch jetzt mehr mit Ableton, also mit dem Laptop auf. Wie ist das denn so der Vergleich zur CD oder zu Vinyl? Also ich muss ehrlich sagen, also ich bin ja eher noch so der Vinyl-Freund. Also es gibt, warum ich das so mache, ist die Qualität ist wesentlich besser. Also die Qualität jetzt nicht von den Soundfiles, sondern von dem, was man abliefert. Denn so ein Beispiel bei einem Vinyl. Eine Vinyl, bis man die nächste drauf hat, bis man es angeglichen hat, dann braucht man bestimmt 3,5 bis 4 Minuten, um da einen Übergang zu machen. Eine Digitaltechnik, da kann man innerhalb von einer Stunde da irgendwie 40 Tracks durchhauen und perfekt gemixt. Also es ist nicht mehr so, dass man auf den Beat aufpassen muss. Bei Vinyls, die Schwierigkeit, man muss auf den Beat aufpassen. Das ist ja eigentlich das Mixing des Vinyls. Du bringst die Tracks und Beats. Bei Digital-Mixing ist ein ganz anderer Ansatz. Du spielst Loops und versuchst mit den Loops neue Tracks zu kreieren. Ja. Das bedeutet, du spielst den Loop vielleicht eine Minute und den nächsten Loop rein, den Übergang hört fast keiner. Und der Track mutiert dann zu einem ganz anderen Track. Also das ist ein anderer Ansatz. Ich habe zwischenzeitlich auch mit CDs aufgelegt. CDs ist ziemlich gleich mit den Vinyls. Ich habe mich da so ein bisschen dran gestört an den CDs. Man muss die digitalen Tracks brennen, um sie dann wieder analog, halb digital, dann wieder zusammen zu mixen. Ja. Und ich habe das bei den Kyle Cox und Chris Liebing, war ich so fasziniert nach denen ihren Sets und habe mir das mal angeschaut, wie das Digital-Mixing so aussieht, ja. Und bin wirklich super begeistert. Bei mir ist immer so ein bisschen die Furcht, dass dann, Entschuldigung, jetzt mein Ausdruck sei, dann, wenn das wirklich nur noch eher mit, was es da alles gibt, Traktor oder so, dass dann irgendwann, sag ich mal, jeder Depp irgendwo auflegt. Ne? Also kann, ich sag mal so, ich kann dir vollkommen. Ne? Ich kann ja nicht widersprechen. Es hat aber einen anderer Punkt. Die Tracks, die man spielt, die hat keiner. Das sind meistens Sets, die man hat, die sind 80% unreleased, bedeutet deine eigenen Tracks. Tracks von befreundeten Artists. Das ist eher das Gesamtkonzept, was man dann auf der Bühne sieht und was da auch spielt. Man spielt auch neue Loops damit dazu, die im Track eigentlich gar nicht drin sind. Das bedeutet, man spielt manchmal gleichzeitig 3 bis 4 Tracks, die neue Tracks ergeben. Und das ist ein anderer Ansatz. Das ist so eine Halb-Life-Session, die man da eigentlich anzieht. Und ich bin da wirklich sehr fasziniert davon, die Möglichkeiten, die man hat. Die hat man mit Vinyl. Ich habe ja von 93 bis 2003 komplett mit Vinyls aufgelegt. Und wo ich 2008, da habe ich mich wieder dran gestellt und habe ich gesagt, das kann es doch nicht sein. Das muss ich doch mal irgendwie weiterentwickelt haben, das ganze Thema. Und so bin ich dann in die Digitaltechnik gekommen. Ja, gut. Also ich finde immer noch, sag ich mal, wenn sich einer als DJ richtig beweisen, finde ich, sollte man schon man muss unten anfangen, dass man sagt, so von wegen, ich fange jetzt an, leg mal mit Vinyls auf oder mit CDs direkt. Also nicht wie einer sagt, so ich bin jetzt DJ, ich komme jetzt dahin, schmeiß meinen Laptop da auf die Bühne, mach dann mit Ableton oder sonst was immer nur klick, klick, klick und feier dann da ab. Also für mich ist das so, ich persönlich finde halt, es sollte schon wirklich einer sagen, ich habe von Grund auf damit angefangen. Ne? Ich sag mal, wie man sich später, sag ich mal, wenn man sich einen Namen gemacht hat, sagt so, dann ist das für mich okay. Ne? Aber nicht halt so, dass du dann bei solchen Events jetzt hier, wo wir jetzt hier sind, dann sagst du, ja, ich schmeiß jetzt meinen Laptop hin, klick da ein bisschen rum und stehe jetzt nur hinterm Pult und trinke mir ein Bier nach dem anderen und mach jetzt hier einen auf den großen DJ. Ne? Kann ich dir wirklich nicht widersprechen? Ja. Man muss wirklich an. Ich mixe wirklich mit dem Mixer, der da steht. Also ich feuere die Tracks digital ab, aber ich mixe schon mit der Hand. Also ich habe da nicht so ein DJ-Setup, ja. So zum Drehen, so Herkules-Box oder was da so alles gibt, sondern ich mixe wirklich mit dem Pioneer, der da steht und dass es auch vernünftig wird. Du hast vorhin ja wegen der, dass die Szene ein bisschen rechts gewesen ist. Was sagst du denn im Vergleich zu früher und zu heute? Also mit der Hardcore-Szene. Die Szene heutzutage ist offener als früher. Ich war gerade auf der, vor 3 Wochen auf der Toxicator in Mannheim. Und die Szene, die man da gespielt hat, das waren Leute, die waren, man hätte sehr viel Variationen von Hardcore spielen können. Die hätten gefeiert drauf. Die Szene ist jünger geworden, so
mein Eindruck und ist offener geworden. Es aber auch, kommt natürlich auch darauf an, welchen Teil Deutschland man spielt. Also ich war vorletzte Woche in Bremen und in Bremen war auch ein sehr offenes Publikum da. Im Ruhrgebiet ist ein bisschen schwieriger wieder. Also die Holland, nee, man merkt es doch. Also die haben ihre Vorstellung, so muss ich Hardcore anhören. Es ist trotzdem besser als 2003. Natürlich nicht mit der Szene von 93, ja. 94 zu vergleichen. Da ging es ja nur um Techno. Mhm. Da war es egal, ob du Hardcore, ob du Trance gespielt hast, sondern die Leute wollten Techno hören. Mhm. Und da ging es nicht um den Style. Ach, der eine spielt Main-Style, der andere Industrial, der andere Trance. Man hätte alles auf einem Floor spielen können und jeder hätte gefeiert. Also meinst du so, wie es früher auf der Mayday war, sag ich mal. Da wurde ja auch in der Mainstage alles gespielt und ich muss dazu sagen, ich bin bisher ein einziges Mal auf der Mayday gewesen und ich war eigentlich schon enttäuscht, weil auf jedem Floor fand ich, lief dieselbe Musik, da lief irgendwelche Club-Sachen, wo ich mir sage, Mayday steht für mich, dass es ein Rave ist und da sollte man, finde ich, auch schon ein bisschen andere, also nicht Musik laufen lassen, die im Club läuft. Also ist meine Meinung, also kannst mir da gerne widersprechen. Also ich war dieses Jahr war ich das erste Mal auf der Mayday. Ich habe doch gespielt, also das war sonst nie hingegangen. Und es war auch mein Traum, also wo ich 93 angefangen habe mit Musik machen, war so mein Endziel, mal auf der Mayday zu spielen. Dieses Jahr hat es funktioniert und ich habe mich dann nicht den ganzen Abend natürlich nicht in der Hardcore-Area aufgehalten, sondern ich war in der Main. Und der Sound, der mir da um die Ohren kam, das hat mich fasziniert. Das war wirklich Trance, richtig schöner Trance, zwischenzeitlich natürlich auch andere Styles. Die Main, die hat echt gerockt. Also. Okay, dann hast du einen anderen Argument. Also wie gesagt, also ich war ein einziges Mal war in der Main und ich war einfach enttäuscht. Also ja, für mich klang es wirklich irgendwie nur selber. Deswegen bin ich immer in die Hardcore-Area dann gegangen. Das war so also wirklich damals immer nur eine ganz kleine Hardcore-Area. Ne? Naja, wo meinst du denn, wie entwickelt die Szene sich jetzt weiter? Weil ich sag mal, es gibt ja so einige Sachen, wo ich jetzt so sag, dass wieder so ein bisschen mehr so in Happy-Bereich geht, finde ich. Meinst du, es wird jetzt zu kommerziell oder wo meinst du, entwickelt sich die Szene wieder hin? Ob die wieder Underground-mäßig wird oder? Es gibt da verschiedene Ideen, die man so in den Kopf bekommt. Man guckt ja auch, wo seine Märkte sind. Also ich merke, den Industrial-Bereich, der vermischt sich ziemlich mit dem Hard-Techno-Bereich. Das bedeutet, ich spiele auch sehr viel auf Hard-Techno-Events, wo auch keine Hardcore-Leute da sind. Das sind wirklich Hard-Techno-Leute, die auf die Musik abfahren. Der Hardcore-Bereich, der ist sehr Gabba-lastig geworden. Ich meine, das, was man heute Hardcore nennt, das hat man früher Gabba genannt. Mhm. Und der Hardcore war eigentlich Industrial früher, wenn man das wirklich mal so sieht. Und was man jetzt Mainstyle nennt, das ist eigentlich typischer Gabba New Style, der sich irgendwie zum Mainstyle in Anführungsstrichen weiterentwickelt hat. Und ich sehe eigentlich die Szene veranstalterabhängig. Denn die Veranstalter können sehr viel machen für die Szene. Wenn eine bestimmte Art von Musik nicht läuft, dann stirbt die auch irgendwann aus, geht in den kleinen Clubs zurück und geht in den Underground.